die eingeschlossen und ist einfach weggefahren. Unsinn. Aber wenn wir jetzt Zeit haben. Tu, was du nicht lassen kannst. Egal was? Egal was. Ist was? Aber nicht doch. Ich war nur überrascht, dass ihr euch wieder vertragen habt. Enorm großherzig von dir. Ich meine, dass du ihm alle Lügen so einfach verzeihst. Dann gibt es nur eine Erklärung. Verständigen Sie Dr. Kirst, er soll sofort kommen und Beatrice untersuchen. Was hat das zu bedeuten? Bernd. Du meinst, er spritzt dir irgendwas? Ja. Und ich möchte gar nicht wissen, was. Dieser miese... Wenn Bernd dir was angetan hat. Weißt du, ob die Anzeigen immer so waren? Keine Ahnung. Aber anscheinend geht es ihr gut. Dr. Kirst kommt sofort. Können Sie sagen, ob die Werte normal sind? Auf den ersten Blick ja, aber das allein sagt noch nichts aus. Was ist mit der Injektionsnadel? Haben Sie Dr. Kirst gefragt? Er hat sie auch nicht benutzt. Hat sich Beatrices Zustand in den letzten Stunden irgendwie verändert? Nein, mir ist nichts aufgefallen. Sind Sie sicher? Bernd hat sich doch vorher nicht umsonst mit Beatrice eingeschlossen. Vielleicht hast du ihn gerade noch rechtzeitig gestört. Auf jeden Fall fahre ich jetzt erstmal zu Kommissar Drexler. Sie bleiben hier und warten, bis Dr. Kirst eintrifft. Ich lasse die Nadel untersuchen. Vielleicht finden die ja heraus, was in der Spritze war. Hm? Jemand wie du kann das vielleicht nicht so ganz nachvollziehen, aber wegen so einem lächerlichen Motorradrennen werde ich mich doch nicht sofort trennen. Was denkst du nur von mir? Wegen so etwas hätte ich überhaupt keinen Aufstand gemacht. Ach ja? Dann sind wir uns ja wenigstens einmal einig. Eine kleine Notlüge ist vielleicht noch kein Trennungsgrund. Sag mal, du musst doch jetzt zu deiner Sportstunde, oder nicht? Sag mal, was geht dich das eigentlich alles an? Vielleicht mehr, als du glaubst. Andi und ich? Vanessa weiß Bescheid. Ich, Bescheid worüber? Ich war so fertig und da habe ich mit ihr über unseren Streit geredet. Lass mich mit eurem Kampf doch einfach in Ruhe. Ach, was hast du ihr sonst noch so alles erzählt? Nichts. Jana, sie hat unseren Streit doch sowieso live mitbekommen. Ja, und deswegen muss ich auch noch einzelne Details zuwerfen. Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe. Kannst du mir das nicht noch einmal verzeihen? Marie wird mir fehlen. Geht mir genauso. Ich habe selten so gut mit jemandem zusammengearbeitet. Tja, so eine Chefin muss man erst mal suchen. Ja, ganz im Gegensatz zu Sylvia Jones. Dass ausgerechnet sie sich jetzt um das Label kümmert. Tja, da wird dir nichts anderes übrig bleiben, als dich mit ihr zu arrangieren. Das sagt sich so leicht. Hätte sie nicht mal in Deckung auffliegen lassen, dann wären Hannah und ich nie in Lebensgefahr geraten. Ja, natürlich. Allein wenn ich daran denke, dass ich sie nachher bei dieser Mitarbeiterversammlung wiedersehen werde. Augen zu und durch, Schätzchen. Am liebsten würde ich den Nachmittag mit dir verbringen. Oh, ich doch auch. Ich muss jetzt auch los. Angelo, bringen Sie mir bitte die Mappe mit den Unterlagen. Ich eile. Vorschlag. Du schickst Angelo zu diesem Delikatessenhändler in Frankreich und wir zwei... Nein, René würde es mir übel nehmen, wenn ich dieses Jahr gar nicht komme. Ach, René heißt er also. Oui. Und er ist klein, dick und hat ein Glatz. Ist klar. An deiner Stelle würde ich es auch sagen. Also gut, René ist ausgesprochen attraktiv, betet mich an und wird mir wahrscheinlich wieder einen Heiratsantrag machen. Einverstanden. Aber nur solange ich dein Liebhaber sein darf und du sein Vermögen mit mir teilst. Ja, das würde dir so passen. Ach, ich beneide sie. Bringst du mir was Schönes mit? Allein wenn ich an die Gänseleberpastete vom letzten Jahr denke. Ja, dieses Jahr bringe ich Ihnen eine süße kleine Gans mit. Eine ganze Woche ohne dich. Ich weiß gar nicht, wie ich das aushalten soll.
wirst ihr nichts mehr über unsere Beziehung erzählen? Versprochen. Sowieso bescheuert, wegen so einer dämlichen Kuh sich zu streiten. Finde ich auch. Vergiss sie einfach. Wie romantisch. Wollen wir rübergehen? Ich muss sowieso schon einen Dauerlauf einlegen, wenn ich noch rechtzeitig zu Sport kommen will. Sehen wir uns später noch in No Limits? Klar. Sag mal, was sollte diese Nummer eigentlich gerade? Hattest du Schiss? Ich dachte, wir beide wären uns einig. Der Kuss zwischen dir und mir geht nur uns beide was an, ist das klar? Ach ja? Ich weiß nur, dass wir uns einig waren, als wir uns geküsst haben. Kann mich nicht daran erinnern, dass du dich gewehrt hast. Nein. Also, dann steh auch wenigstens dazu. Sieh mal. Jan hat im Moment ziemlich viel um die Ohren. Ihr Vater ist wieder aufgetaucht und sie hat... Ja, alles klar. Du willst sie nur schonen. Deshalb hast du ihr nichts erzählt. Oh, jetzt raff doch mal bitte, dass ich sie liebe. Und ich will sie wegen so einem dämlichen Kuss einfach nicht verlieren. Dämlich? Bist allein du. Such dir jemand anders, den du vollzüchten kannst. Jetzt warte mal. Hör mal zu. Was ist das überhaupt für eine beschissene Beziehung, in der man sich ständig anlügt? Vanessa, bitte, ich bitte, ich sag gerne nichts. Das EKG-Gerät hat Dr. Kirst als reine Vorsichtsmaßnahme installiert. Ihr Zustand ist nach wie vor stabil. Der Puls der Patientin ist absolut regelmäßig. Ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Auf Wiedersehen. Dass Bernd es wagt, Beatrice vor unseren Augen zu vergiften, ist schon sehr abgebrüht. Wir hätten mit so etwas rechnen müssen. Ja. Jetzt fängt er an, Fehler zu machen. Diesmal kriegen wir ihn. Endlich. Dafür wird er eine ganze Weile ins Gefängnis gehen. Beatrice ist endlich außer Lebensgefahr. Ja, ist so ärgerlich, dass ich noch ins Label muss. Ich wüsste zu gern, was Martin vom... Und? Was sagt der Kommissar? Und, haben Sie was rausgefunden? Die gute Nachricht zuerst. Bernd ist offensichtlich nicht dazu gekommen, Beatrice irgendetwas zu spritzen. Die Injektionsnadel war noch völlig unbenutzt. Und die schlechte? Tja, er hat auch leider keine Fingerabdrücke hinterlassen. Das heißt, wir haben wieder keinen Beweis. Verdammt. Kommissar Drechsel glaubt langsam, dass ich meinem Bruder nur etwas anhängen will. Das kann doch nicht wahr sein, dass dieser Bastard schon wieder ungeschoren davon kommt. Für die Polizei ist der Fall mit Lauras Geständnis sowieso abgeschlossen. Sie sollen also seelenruhig abwarten, bis sie ihr wirklich was antut? Nein. Ich werde nicht zulassen, dass er ihr noch einmal zu nahe kommt. Bleiben Sie denn? Ich habe noch gesagt, es ist dringend. Ich bin lediglich 3 Minuten zu spät. Gerade Sie als Arzt sollten wissen, dass oftmals jede Minute zählt. Haben Sie es dabei? Aus diesem dornröschen Schlaf wird Ihre Frau so schnell von keinem wach geküsst. Wieso haben Sie schon wieder keine Ampullen dabei? Da ist es nicht so schlimm, wenn mal eine kaputt geht. Es war schwer genug für mich, diese Flasche aus dem Krankenhaus zu schmuggeln. Ich bezahle Sie schließlich dafür. Wo wir gerade beim Thema sind. Erst das Geld. Ja, wenn Sie mal wieder was brauchen sollten. Na, warten Sie. Wegen der kaputten Flasche hat sie schon 2 Dosen nicht bekommen. Dann sollte ich ihr jetzt die dreifache Menge geben, oder? Oh Gott, deswegen wollen Sie sie umbringen. Nein. Eine einfache Dosis reicht völlig. Sind Sie sicher? Ich kann mir nämlich nicht leisten, dass sie aufwacht. Wenn Sie ihr gleich heute Abend eine Spritze geben, dann brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden. Mit Ihrer aller Unterstützung werden wir Maries Label sicher in Ihrem Sinne fortführen. Ich freue mich jedenfalls auf die Zusammenarbeit. Ja, herzlichen Dank. Wenn Sie noch Fragen haben? Nur eine. Wann werden Sie die Firma wieder verlassen? Sobald ein geeigneter Käufer für Basic Beat Music gefunden ist. Sie müssen sich wegen des Verkaufs übrigens keine Sorgen machen. Marie hat Ihnen ja bereits versichert, dass Sie alle Ihre Arbeitsplätze behalten werden und darauf gebe auch ich Ihnen mein Wort. Na dann, gute Nacht. Was hat der denn? Ja, da es keine weiteren Fragen zu geben scheint, ist diese kleine Versammlung also hiermit beendet. Falls doch noch irgendwelche Unklarheiten sein sollten, können Sie natürlich jederzeit zu mir kommen. Ja, herzlichen Dank.
Na, das kann ja heiter werden mit den beiden. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie sich in Zukunft besser beherrschen. Oh, bin ich Ihnen mit meiner Frage etwa zu nahe getreten, Frau Jones? Ihre Animositäten gegen mich gehören einfach nicht hierher. Warum auf einmal so empfindlich? Als Sie Hannah und mein Leben kaltblütig aufs Spiel gesetzt haben, waren Sie doch nicht so zimperlich. Ich hatte Sie eigentlich professionell eingeschätzt. Hoffentlich können Sie in Zukunft Berufliches und Privates voneinander trennen. Wissen Sie was? Ja? Ich glaube, das wird mir nicht gelingen. Ich kündige. Ich wusste gar nicht, dass du auch hier bist. Hätte ich mich bei dir anmelden sollen? So war das nicht gemeint. Oh, wir sehen eine weitere Folge der Serie Sport ist Mord. Ganz genau. Spezi? Ja. Hi. Hi, Jana. Siehst ganz schön geschafft aus. Ich hasse Leichtathletik, vor allem bei der Hitze. Stimmt. Bei dem Wetter soll man besser ein bisschen schwimmen gehen, nicht wahr? Alexa, wie läuft es eigentlich im Moment im Schneiders? Ist das anstrengend? Na, ist okay, aber doch, es schlaucht schon ein bisschen. Ja, es sind ja auch ziemlich lange Schichten da, ne? Ja, und danach bin ich mal fix und fertig. Deshalb bin ich das letzte Mal auch nicht mit euch mitgekommen. Ja, du hast da echt was verpasst. Ich bin noch richtig mit Philipp um die Häuser gezogen. Haben dir die Jungs also alle In-Clubs gezeigt, ja? Ich war nicht dabei. Bei der Hitze wollte ich lieber noch eine Runde bei uns im Pool drehen. Warum sollten ausgerechnet wir beide uns treffen? Weil ich etwas habe, das dich interessieren dürfte. Mach's nicht so spannend. Worum geht's? Das möchte ich dir lieber persönlich sagen. Ja, du musst dich leider gedulden. Ich habe noch einen dringenden Termin. Was auch immer es ist, glaub mir, der Termin mit mir ist wichtiger. Also schön. Ich komme. Gut. Du wirst es nicht bereuen. Noch einen Kaffee? Ist Gras grün? Ja, Nico, ich bin dann weg, ja? Kommen Sie heute noch mal rein? Nein, heute wahrscheinlich nicht mehr. Einen neuen Nachmittag können Sie sich auch gleich suchen. Das dürfte nicht schwer sein. Natürlich bekommen Sie auch eine schriftliche Kündigung. Reisende soll man nicht aufhalten. Mir war Marie auch lieber, aber ihre Mutter ist doch ganz okay. Nico, es ist ja auch ganz okay, wenn du gut mit ihr auskommst. Mein Problem mit Frau Jones hat auch nichts mit dem Label zu tun. Warum kündigst du dann? Sorry, aber das geht wirklich nur sie und mich was an. Ich find's jedenfalls doof, dass du gehst. Du wirst mir auch fehlen. Komm mal her. Und wenn es mal wieder darum geht, Brutus einzufangen, Anruf genügt, hm? Mach ich. Mach's gut. Wo willst du denn jetzt hin? Ich werde mir erstmal ein Hotel suchen. Ah, es ist Mist. Ich find schon was. Ciao. Tschüss. Geh mal direkt unter die Dusche. Danke, dass du nichts gesagt hast. Keine Ursache. Tut mir leid, wenn ich dich nervös gemacht habe. Ich hatte natürlich nie vor, Jana von unserem Kuss zu erzählen. Das geht nur uns beide was an. Schön, dass du das auch so siehst. Keiner muss wissen, wie viel Spaß wir miteinander haben. Ob im Pool oder was uns sonst so einfällt. Das wird wie immer unser kleines Geheimnis bleiben. Hör auf. Die Sache im Pool, das war eine einmalige Sache und das wird nie wieder vorkommen, okay? Marie und Ray passen wirklich gut zusammen. Und ich find's toll, dass sie mit ihnen diese Weltreise macht. Ja, es wird ihr sicher gut tun, den ganzen Stress der letzten Zeit mal hinter sich zu lassen. Ja, nach allem, was sie durchgemacht hat. Wenn sich Marie meldet, dann grüßen Sie sie bitte ganz lieb von mir, ja? Ja, danke. Ich werde sie ausrichten und bringen Sie mir doch bitte einen Latte Macchiato, ja? Okay, kommt sofort. Also, was willst du mir zeigen? Bist du ungemütlich? Setz dich doch erstmal. Ich habe nicht so viel Zeit. Ja, das ist mir klar. Wenn du es so eilig hast, warum bist du denn nicht mit deiner Laura geflohen? Was hab ich mit dieser Kriminellen zu tun?
Ach, Bernd, lass es doch. Ich weiß, dass du mit ihr unter einer Decke steckst. Auch wenn du jetzt nicht mehr die Tatverdächtige bist, solltest du deswegen nicht gleich übermütig werden. Falscher Verdacht kann ganz schnell nach hinten losgehen. Wenn er denn falsch ist. Hast du nicht erst vor ein paar Stunden schon wieder versucht, an das Erbe deiner Frau heranzukommen? Weißt du, wenn das alles ist, ich habe jetzt wirklich keine Zeit mehr für den Blödsinn. Warte, vermisst du nicht was? Was denn? Die hast du bei Beatrice verloren. Alles ausgebucht? Selbst die Jugendherbergen? Ja, danke. Na, nichts zu machen? Ich weiß nicht, wie viele Hotels ich schon angerufen habe. Du kannst auf unserem Sofa schlafen. Danke, aber das lassen wir wohl lieber. Also wenn du Bedenken wegen Lars hast, der hat nichts dagegen. Hanna, das ist wirklich sehr lieb von dir, aber ich finde schon noch was. Du kannst es dir noch mal überlegen. Ein Wasser, bitte. Sehr gerne. Wenn du wissen möchtest, was die Polizei dazu sagt, da kann ich dich beruhigen. Die weiß noch gar nichts davon. Komm zum Punkt, was willst du? Ich will eine Entschädigung. Eine angemessene. Durch deine Brandstiftung hast du mich schließlich in den Ruin getrieben. Findest du ein paar Millionen Euro nicht ein bisschen viel für so eine kleine Nadel? Och, zum Gefängnis ist es eine überaus faire Alternative. So, bitte sehr. Danke. Warum gehst du nicht gleich mit deinem Beweis zu Kommissar Drexler und lässt mich in Ruhe? Du sparst an der falschen Stelle, mein Lieber. Das glaube ich kaum. Und weißt du auch warum? Weil dein angeblicher Beweis gar keiner ist. Respekt. Du lässt dich wirklich überhaupt nicht einschüchtern, das gefällt mir. Das war auch nur ein Test. Du kennst mich, ich mache auch keine halben Sachen. Und genau wie du habe ich keine Skrupel. Wie wäre es, wenn wir diese Nadel einfach vergessen und uns zusammentun? Oh. Und ich dachte immer, du nimmst es mir übel, dass man dich ins Gefängnis gebracht hat. Schnee von gestern. Ich weiß zwar nicht, wozu diese Show hier gut sein soll. Aber ich find's raus. Manche Angebote kriegt man nur einmal. Ja, Martin, hier ist Silvia. Er hat irgendwas gemerkt. Ja, er ist schon unterwegs. Und er hat gleich beides aufgegeben, Job und Wohnung? Naja, immer noch besser, als sich weiter von Silvia schikanieren zu lassen. So gesehen, wahrscheinlich hätte ich genauso gehandelt. Jedenfalls bin ich froh, dass sie uns endlich in Ruhe lässt. Hanna, kannst du mal eben in die Küche schauen? Die Spülmaschine ist schon wieder kaputt. Oh, bis gleich. Sag Bescheid, wenn ich euch helfen kann. Mach ich. Hallo, David. Hi, Lars. Setz dich doch. Anna hat mir gerade von deinem Dilemma erzählt. Immer noch kein Erfolg? Guck dich doch mal um. Die Messebesucher haben wohl jeden freien Winkel in dieser Stadt besetzt. Warum schläfst du eigentlich nicht bei Charlie? Würde ich, aber sie ist heute auf Geschäftsreise gefahren. Ach ja, nach Frankreich. Und sie kommt frühestens in einer Woche zurück, also. Wie hat meine Schwester gesagt, wenn mal was sein sollte? Ich habe hier einen Ersatzschlüssel. Und das ist eindeutig ein Notfall. Warte mal, Lars, ich kann doch nicht einfach so in ihre Wohnung gehen. Dann frag sie doch einfach. Sie wird mit Sicherheit nichts dagegen haben. Ich kann sie nicht erreichen. Sie hat ihr Handy ausgeschaltet. Aber irgendwann wird sie dich doch wohl anrufen. Ich weiß nicht. Meinst du, Charlie, ist es lieber, wenn du auf der Straße schlafen musst? Ja. Warum eigentlich nicht? Viele Alternativen habe ich ja eh nicht. Ne? Danke. 300, 400, 500 Euro als Gratifikation. Das ist echt großzügig. Ja, Marie war wirklich eine coole Chefin. Ich glaube, das muss er sein. Ich bin schon echt gespannt auf Janas Traummann. Traummann? Naja, eher ein Alp davor. Magst du ihn nicht? Doch, doch, wir verstehen uns schon. Na, wieder was ausgefressen?
Sieht ja nach einem ziemlich schlechten Gewissen aus. Ich würde nicht von dir auf andere schließen. Mhm. Darf ich vorstellen, das ist mein Freund Andi Fritzsche. Andi, mein Papa. Freut mich sehr, dich kennenzulernen. Ganz meinerseits. Tja, ich habe gehört, du heizt ganz gerne mit dem Motorrad rum. Mit dem Bike durch die Gegend zu fahren, das hat schon was. Finde ich auch. Tauchen macht mindestens genauso viel Spaß. Schon möglich. Wenn man es richtig kann. Jana hat mir von dem Tauchunfall erzählt. Ach ja, es ist doof gelaufen. Ich könnte es dir beibringen. Ich meine, wenn du Lust hast. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, Papa, komm schon mit nach oben. Ich will dir noch was zeigen. Mein Typ wird verlangt, also. Dad scheint jetzt ziemlich cool drauf zu sein, so. Ja, schon. Er ist nur ein bisschen unzuverlässig. Vielleicht hat er sich ja geändert. Keine Ahnung. Dafür hat er mich schon zu oft belogen. Weißt du eigentlich, wie sehr ich dich lieb? Hätte ich 6 Arme gebrauchen können. Alexa hier, Alexa da. Ich bin echt froh, dass ich nicht zerdeppert habe. Scheint ja spannend zu sein. Wie? Was liest denn da? War nur so ein dämlicher Psychotest. Hm? Ich finde ihn manchmal ganz witzig. Bist du schon beim Ergebnis? Sie sind eine absolute Macherin. Bei den Männern gehen sie immer aufs Ganze mit Erfolg. Schreiben aber auch nur Müll. Ach komm. Klang doch ganz gut. Testen Sie Ihren Erfolg bei Männern. Aha. Und wer ist es? Ein kompletter Vollidiot, der nicht weiß, was ihm entgeht. Tja, kenne ich ihn zufällig? Nee, ganz bestimmt nicht. Du kennst dich selbst nicht mal richtig. Da hilft nur eins. So. Das beste Rezept gegen Liebeskummer. Schokoladeneis. Nein, René, jetzt werde du erstmal wieder gesund. Ja, dann holen wir unser Treffen nach. Gute Besserung. Salut. A bientôt. Tanja! Ja? Ist mein Bruder zu Hause? Es tut mir leid, ich bin auch gerade erst gekommen. Ich hatte frei. Wer hat Ihnen das erlaubt? Mein Bruder? Ja. Mann. Wohin? Also kurz nachdem ich gegangen war. Soll ich noch was für Sie tun? Nein, danke. Geht's weiter. Nicht einmal Achim ist es wert, dass ihr drei euch überwerft. Aber Achim hat doch die beiden schon voll auf seine Seite gezogen. Ja? Habe ich euch zu viel versprochen? Ach, hättet ihr mich vielleicht ankündigen sollen, ja? Nein, aber du musst ja nicht gleich jeden niederschlagen, der zufälligerweise unter deiner Dusche steht. Das könnte nämlich ins Auge gehen.